Und willkommen beim neuen Part von Pokémon Gelb. In diesem Part kommt die Route zur Seeschauminsel. Jede Menge Schwimmer und jede Menge Wasser-Pokémon stehen uns heute in dem Part bevor. Ja, ich schaue auf das Meer, um zu vergessen. Dam, dam, da, da, dam, da, dam. Ja. Ein Seepaar. Da antworte ich mit einem Body Slam. Okay, ja. Seepaar. Pikachu, lass mir Pikachu an. Ja, ran. Hier können wir Pikachu auch gut trainieren. Ich glaube, ich stelle ich dann gleich an erste Stelle. Denn Pikachu sollte immer 5 Level mehr haben als unsere anderen Pokémon. Und besiegt Schwimmer. Nein, ein traumatisches Erlebnis. Okay, dann setzen wir Pikachu jetzt, wie gesagt, an erster Stelle. Denn Relax haben wir schon genug trainiert. Haben wir ja nur an erster Stelle getan wegen der Psycho-Arena. So, hier ist noch ein Schwimmer. Ich gehe hier gerne schwimmen, du auch? Natürlich. Aber nicht im Schwimmbad. Im Schwimmbad mag ich es nicht so. Lieber in der freien Natur. Schade, dass es Winter ist. Naja, Donnerblitz! Ja, wird eigentlich gar kein so besonders spannender Part heute. Vielleicht soll ich wieder ein bisschen quatschen. Aber das Problem ist, wenn ich was quatschen will, dann weiß ich nicht, über was ich quatschen soll. Ja. Mann, das war ein Bauchplatscher. Ich denke gerade nach, was wir vielleicht quatschen könnten. Ich wollte nach Pokémon tauschen. Doch, das war keine gute Idee. Tauchen. Er wollte nach Pokémon tauchen. So ist es richtig. Schwimmer. Ich schau gerade um mein Zimmer rum und schau nach, was wir vielleicht quatschen könnten. Uiuiui. Habt ihr vielleicht irgendeinen Sport, das ihr treibt? Fußball oder so zum Beispiel? Also, ja. Wie ihr vielleicht wisst, spiele ich Schach. Früher habe ich aber auch Tischtennis gespielt, also. Ja, ich weiß nicht, früher war das ja so, eine kleine Bewegungssport für mich, also auf dem Schulhof habe ich das oft gezockt, ja, Tischtennis, in der Pause meine ich, war total spaßig und da bin ich halt dann, er hat mir halt so viel Spaß gemacht, dass ich dann in den Tischtennisverein gegangen bin, ich aber nach einem Jahr schon wieder gegangen. Hat mir aber trotzdem Spaß gemacht. So, ein Goldini hier ist einmal. Ja, falls ihr irgendeinen Sport abtreibt, zum Beispiel Fußball oder Basketball, könnt ihr ja einen Kommentar schreiben. Würde mich gerne interessieren. ja. Was können wir noch quatschen? Mir gehen die Themen aus. Ah, Schokolade. Ne, Schokolade ist kein gutes Thema, oder? Was meint ihr? Schokolade ist nur Schokolade hin. Oh, Schokolade. Lecker, was ist eure Lieblingsschokolade? Also ich persönlich mag Milka. Ist wahrscheinlich die bekannteste Schokolade. Es gibt aber auch Leute, die mögen keine Schokolade. Was ich nicht verstehen kann. Schokolade schmeckt doch gut. Nee, Schokolade ist auch kein gutes Thema. Ich wollte mal so ein Thema ansprechen, das habe ich aber bis jetzt immer vergessen. Welches Thema? Servus, Tobi. Gut, dann Donnerblitz. Reden wir über Spiele, genau. Spiele, Computerspiele. Also das allererste Spiel, das ich gekauft habe,
war Kirby's Dreamland. Also könnt ihr immer Kommentare schreiben zu eurer Meinung, was eure Erfahrung mit dem ist. Also meine Erfahrung mit Computerspielen. Das erste Computerspiel war, was ich hier gezockt habe. Puh, das war glaube ich. Das allererste Computerspiel war Formel 1 1995. Habe ich allerdings nicht intensiv gezockt, also einmal hat mich dann meine Mutter vor dem PC gelockt, da war ich glaube ich so 3 Jahre alt, da kann ich mich noch erinnern. Und dann, ja, habe ich das gezockt. War total geiles Spiel. ja, das waren meine ersten Game-Erfahrungen und dann habe ich noch so ein Piratenspiel bekommen. Ich glaube, das kann man so mit Monkey Island vergleichen. Da, ja, das ist so ein Kinderspiel, habe ich glaube ich im Jahr 99 gezockt. Da ist man so auf einer Insel gefangen und dann muss man glaube ich zu einem Pirat werden, glaube ich. Ich kann mich nicht so genau erinnern, das war schon ewig her, wo ich das gezockt habe. Ja, auf jeden Fall kommt man dann am Ende von der Story dann frei. Gut, dann hatte ich noch ein Spiel, das war Hugo, genau, Hugo habe ich dann gezockt. Das war so ein, ja, so ein Minispiel. Also das war so ein Spiel, da waren immer solche Minispiele drauf. Ja, und da gab es vier Teile, die habe ich mir dann, also haben meine Eltern mir dann alle gekauft, weil ich die Spiele so geil fand. Und ja, dann habe ich Siedler 2 gespielt. Und Siedler 3. Dann ein paar Rennspiele und ja. Und noch ein paar andere Strategiespiele gingen dann auch bei mir los, langsam. So mit, ja, so mit dritte, vierte Klasse. Und ja, so wurde ich zum Gamer. Und heute spiele ich Pokémon. Ach ja, Pokémon kam dann übrigens auch kurz nach dem Hugo-Spiel. Ach, das war noch Zeiten. Und heute habe ich, boah, wie viele Spiele habe denn? Wie viele Spiele haben wir denn, Bolzer, insgesamt? Wie viele Spiele haben wir? Ja, wie viele Spiele haben wir denn, Tobi? Ungefähr. Ja, Computerspiele. Oh, verdammt. Oh, verdammt, ja. Over 9000. An die 100 Spiele, glaubst du? Ja, ich glaube schon. Der ganze Scheiß. Ja, das stimmt. Das stimmt. So. Nö, mir egal, kannst ruhig hier bleiben. Ich hab hier eh grad nichts zu quatschen, wir machen hier gerade eine Wasserroute. Und da gibt's. Sehr interessant. Und da gibt's nicht sehr viel zu quatschen. Komm mal ran, ich will, dass die Leute diesen Mal hören. Dann red lauter. Okay, Junge! Also. Ja, so musst du reden. Sepper! Was Sepper? Was ist ja. Sepper, was Sepper? Sepper. Wie Sepper meinst du? Achso! So ewig sehr, wo ich das gespielt habe. Uiuiui, Tentox, das sieht aber komisch aus, das Sprite. Sieht aus wie so. Keine Ahnung. Oh, tut mir leid. Ich hab rausgerutscht. Donnerblitz ist ja aus, oder? Donnerblitz hat keine AP mehr. Ja, schau aus. Wie lange läufst du eigentlich auf dieser Dampf? Nicht lang, 9 Minuten. Wow. Haben wir irgendeinen Äther? Elixier geht eigentlich auch. So. Elixier. Nicht vergiften, nicht vergiften, nicht vergiften! Ah, gut. Volltreffer. Jetzt können wir Donald Blitz wieder einsetzen. Mach kaputt. Dieses Tentakel-Gedünst. Was war eigentlich dein allererstes Computerspiel, das du gezockt hast? Also dein wirklich allererstes Spiel. Da müsste ich jetzt lügen, Alter. Ich weiß es nicht mehr. Wer weiß es nicht mehr? Nee, Mann. Ich glaube, da war ich schon an die 8 Jahre oder was? An die 8 Jahre? Ja. Ich war 3, habe ich Formel 1, 95 gezockt, ganz kurz am Computer. Was? Du hast bestimmt vorher auch was gezockt, wo du klein warst. Ich weiß es nicht. Die letzten Erinnerungen, wo ich habe, war als ich 3 war. Da lag ich in meinem hässlichen Bett drin.
und habe irgendwie geschlafen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr, Alter. Was meine Kindheit war, da kann man sich nicht mehr dran erinnern. Aber an welches Spiel kannst du dich zurückerinnern? Das war irgendwie so ein Adventure. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie es heißt. Das war, meinst du das Piratenspiel? Piratenspiel? Das war nicht Monkey Island. Das nein, nicht Monkey Island, das war's. Monkey Island habe ich auch gezockt. Echt? Das hast du Monkey Island gezockt? Ja, habe ich doch gezockt. Ich hab das noch nie gezockt. Nicht? Wird mal Zeit. Aber da gab's noch mal so ein Piratenspiel, oder? Ja, ich kann mich erinnern. Das war irgendwie komisch, Alter. Ich weiß den Namen nicht mehr. Red lauter, man hört dich nicht. Ich weiß den Namen des Spiels leider nicht mehr. Das war schon irgendwie lustig. Ja. Damals habe ich noch Adventure gezockt. Ich weiß den Namen auch nicht mehr. Na, was soll's. Ich habe auch Adventure gezockt. Pokémon zum Beispiel. Donnerblitz! Das ist kein Adventure, das ist ein Rollenspiel. Ist doch egal, Adventure, Rollenspiel. Adventure, also ist wie Klick, das ist ein Point-Click-Adventure. Das ist wie Legend of Zelda, bloß dass statt Kämpfe Pokémon kämpfen. Ja, ungefähr. Warum haltest du auf Pokémon? Kannst du nicht schwimmen? Nee, du? Kannst du etwas schwimmen? Ja. Schon, glaube ich nicht. Schon seit 9-10 Jahren, glaube ich. Ich meine den Schwimmer da, der kann sicher nicht schwimmen. Ja, doch, siehst Wenn du doch. Schwimmer heißt, kann er nicht schwimmen. Er ist doch Schwimmer. Der kann nicht schwimmen. Der steht nur im Wasser. You know? Aber tauchen traust du dich immer noch nicht. Nein. Das ist echt peinlich. Wow. Hört auf mit diesem Schraubendreher, Mann. Schraubenschlüssel. Nee, Schraubenschlüssel ist was anderes. Schraubendreher. Schraubenzieher. Schraubendreher heißt korrekt. Schraubenzieher ist Umgangssprache. Red lauter, man hört dich nicht. Sorry, ich hab gerade Erkältungsbad genommen. Wobei man macht dich voll down irgendwie. Wobei ich glaube, man kann nicht doch hören, weil ich hab die Musik ein bisschen runtergedreht. Guck mal, das Ding nicht. Ey. Ich bin hier der Hauptsprecher. Mir doch egal. Ich bin der Nebencharakter. Nebencharakter? Der Freiling. Donnerblitz. Thundershot. Volltreffer. Rot, wieso hast du rot? Das ist gelb. Nein. Du bist gelb. Die Edition ist gelb, wieso hast du rot? Das erkläre ich dir nach der Aufnahme. Trainer rot oder was? Spoiler! Achso, oh. Ach, die kennst du eh alle schon. Oder nicht? Nee, nicht alle. Nicht alle. Du hast schon die Rose doch gespielt. Was? Die Rote hast du schon doch, oder nicht? Ja. Nee, doch. Da hast du auch ein Stück gezockt. Ja. Na gut. Wie lange gehen deine Parts eigentlich? Halbe Stunde. Halbe Stunde? Ja. Oh Gott. Das halte ich nicht durch. Das hast du letztes Mal auch gesagt. Nee, jetzt ohne Scheiß, ich bin gerade irgendwie ends down durch den scheiß Part. Also. Das macht sich so aufs übelste Down, so ein Erkältungsbad. Findest du? Ja, finde ich. Die Seeschauminseln sind ein stiller Zufluchtsort. Echt wirklich? Glaube ich nicht. Oh, eine Schönheit im Wasser. Ja, sie hat immer noch Klamotten an, das geht doch nicht. Stimmt eigentlich, ja. Das ist FKK. Unter mit die Kleider. So, Seemon! Entwickelt sich zu Zedra King ab der zweiten. Obwohl, weißt du, auf welche Spiele ich mich zurückerinnern kann? Hugo, die ganzen Hugo-Spiele. Ja, genau, habe ich auch schon erzählt vorhin. Das war noch zeitlang, das war echt lustig. Ja, das war lustig, ja. Die Spiele waren wirklich genial. Ja, das sind 1 und den 2, dann haben wir mal mit der Zeit dann den 3 und den 4 auch noch bekommen. Die haben eigentlich alle gehabt irgendwie. Ja, alle sei ja. Haha. Unser Pikachu-Level ganz schön. 46. Pikachu muss immer 5 Level mehr haben als der Durchschnitt, weil Pikachu entwickelt sich ja nicht. Donnerstein. Geht hier nicht. Gibt hier keinen Donnerstein. Doch, aber man kann ihn nicht verwenden. An Pikachu nicht, oder? Nein, nicht an diesen. Ist doch scheiße. Pikachu, was nicht entwickeln kann. So bitte. Ich glaube, wir haben jetzt soweit alle Trainer in dieser Route. Wieso tust du alle Trainer hier wegmotzen? Gibt Erfahrungspunkte und macht Spaß. Sag, was du machen kannst. Missing O holen. Missing nur gibt's hier in dieser Edition nicht. Gibt's hier nicht? Nee, erst in der. Gibt nur in der gelben und. Nee, gibt's hier nur. Gibt nur in der blauen und roten. Aber irgendwie hattest du doch mal deine gelbe damit geschrottet. Nee, das war was anderes. Das war, glaube ich, weil ich beim Speichern zu oft ausgeschalten habe. Und das war keine Ahnung. Aber Missing nur war nicht daran schuld. Ach, wirklich? Ja.
Na, jedenfalls wurde mal irgendwie so so gemacht, weil ich glaube, das war der. Wer war das damals? Ja, das war so ein. Ja, das war total verbuggt. Also, wir hatten mal eine gelbe Edition. Oder mal. Ja. Und dann habe ich sie einige Zeit lang gespielt und dann. War sie total buggy später. Oh ja, als ob man ein bisschen gefangen hätte. So sah die Scheiße. Ja, da ist mir das Pokémon aufgetaucht und statt ein Pokémon ist der Professor Eiche als Pokémon aufgetaucht. Das ist voll krass. Und wo mein Pokémon war ein umgedrehter Trainer. Also ja, immer wenn ein Kampf beginnt, dann seht ihr einen Trainer und der war dann andersrum. Also bloß spiegelverkehrt. Was? Ja. Da gibt's auch so Bots auf YouTube mit Missing. Fehlende Nummer. Freilich. So, unsere Levels sind ganz okay. Ich glaube, bis zum 8. Orden werden sie Stufe 50 schon haben. Welches Level haben die eigentlich in der Pokémon genommen? 50 bis 60. 50 bis 60. Ja. Das schaffst du doch auch so mit Top-Genesung und alles. Na, sowas mache ich nicht. Wieso nicht? Es geht perfekt. Ich mag das nicht. Das ist unspannend, sag mal so. Die sollten schon auf demselben Level sein. Ja, das ist doch spannend, wenn deine Unterlevel sind. Ich will meine auf 55 dann mindestens haben. Weil dann muss ich ständig heilen und darauf habe ich keine Lust drauf und so. So, so. Hast du keine Lust drauf? Ja. Ja. Ja, was ist das? Komm schon. Ach, okay. Fahr rein. Interessiert mich nicht. Oh, der dick Schwimmer. Gluber, Gluck. Also soll ich dir mal sagen, was du mal jetzt playen solltest? Amnesia. Kommt bald. Wann kommt es? Ich will es sehen. Weiß gar nicht. Also erst will ich Dinge fertig machen. Pokémon und Yu-Gi-Oh! Dann will ich Dinge fertig auch fertig machen, Schwarz und Minecraft. Minecraft? Ja. Weiß ja noch gar kein Minecraft-Let's Play auf YouTube. Das hast du letztes Mal auch gesagt. Echt? Ja. Weiß ich gar nicht mehr wirklich. Und dann will ich ein bisschen Horrorspiele zocken. Vielleicht dann Amnesia und Cryostasis. Ja, da sind auch einige Schocker drin im Spiel. Aber ich persönlich finde Fur 1 am härtesten. Gefolgt von Amnesia. Amnesia ist auch ziemlich hart, finde ich. Naja, also doch, das ist hart, glaub mir. Weiß ich, das werde ich dann schon sehen. Ich spiele es auch da mit Headset und dunkel und ich will versuchen auch noch eine Webcam reinzubringen irgendwie. Wie bei Mirko. Mirko kennt sich, hier jeder von euch. Das wird lustig. Ja, freilich. Okay. Hast du eigentlich eine Webcam? Ne, ich muss mir noch eine besorgen. Ich ruf schon beim nächsten Elektronikhändler. Wir haben eine bei uns im Laden. Kostet 15 Euro. Warum habe ich Donnerwitz eingesetzt bei einem Level 15 Tacker? Bin ich platt? Ja, ein bisschen, wa? Ja, die Pokémon sind hier echt einfallsreich, lauter Tentache. Obwohl es so viele Wasser-Pokémon gibt, finde ich schade echt von den Entwicklern. Oh, ja. Gut, wir sind schon fast bei den Seeschauminseln, wir müssen nur noch uns durch diese ganzen wilden Pokémon Ach, durchkämpfen. Du willst das Arktos holen, oder was? Richtig. Ah, willst du es fangen? Richtig. Aber willst du es ins Team tun? Nein, ich tue keine Leges ins Team. Ich glaube, die Diskussion hatten wir schon mal, aber warum eigentlich? Ich mag das nicht. Das ist aber voll stark. Mag ich trotzdem nicht. Ich will ganz normale Pokémon, die nicht legendär sind. Also ich mag legendäre schon im Team. Ich hatte noch das nie. Nicht nur legendäre, ein legendäres ist in Ordnung. Ich hatte noch nie ein legendäres im Team. Nett? Nee. Oh. Ein legendäres ist in Ordnung, aber wenn es nur aus legendären ist, das ist scheiße. Aber es ist halt verdammt stark. Mhm. Arceus. Ja, weil man es ja sechsmal fangen kann, gell? Ja. Mit Cheats geht alles. Ja, mit Cheats schon. So, hier sind die Seeschauminseln. Hier ist noch eine Trainerin. Trainerin? Das sieht aus wie ein Kerl. Eine Hartfresse. Oder ein Trainer.
Nee, das müsste eine Trainerin sein. Ich lasse mich gerne mit den Fischen treiben. Alle haben so eine hässliche Badehaube auf dem Kopf auf. Oh, eine Schönheit sogar, siehst du? Yeah. Sie hat einen Goldking, das weiß ich. Okay. 35. 46. Donnerblitz. Ja, das Donnerblitz. Ist very effektiv. Ja, ist oh. Very effektiv, ja. Wow, wow, wow. Du hast direkt wieder aufgetaucht. Ich hatte dich schon die ganze Zeit in meiner Schublade. Was? Ja. Kristall. Ha. Ja, wie lange habe ich die denn schon? 2003? 1? Weiß gar nicht. Oh Gott, schon ewig eigentlich. 2004 glaube ich eher. Nee, nee, schon länger. Auf jeden Fall. So, also, erkunden wir erst einmal die Insel. Hey, ein Jurob. Jurob? Okay, Donner, nix, Donner, ruckzuck. Ich will's mal fangen, just for fun. Ja, und dafür kriegst du den Kopf nicht. Reingedonnert aber. Ha. Lass mal den Dick daran. Hat zwar nur, ja. Weil das ungefähr dasselbe hat wie you, Rob. Aber ich hoffe, es überlebt die Kopfnuss. Oh, knapp. Zerschneider! Boah, macht doch voll viel Schaden. Ich glaube, dieses Jurob kann nur Kopfnuss. Nee, es will einfach mit dem Kopf durch die Wand. Na gut, dann dieser Floor. Dann der Wort wird. Geben wir noch einen Status-Effekt hinzu, dann können wir es vielleicht fangen. Du kannst aber auch verrecken, du gehst. Ich bin schon zuversichtlich, dass es dann schon längst im Ball sitzt. So, Superball. Hast du Hyperbälle? Nee, Hyperbälle habe ich keine. Du hast aber einen Cup? Nee. Du hast welche gekauft irgendwann mal. Das waren Superbälle. Das waren Hyperbälle? Nein, das waren Superbälle. Ich habe mal einen Vater als Let's Plays angeschaut, hast du irgendwie 50 Hyperbälle oder was gekauft. Das müsste mein S4 gewesen sein, glaube ich. S4, ich weiß es nicht. Nee. Irgendwie Pokémon. Ich habe noch nie 50 Hyperbälle in einem Let's Play gekauft. Ja schon. Also hier sind so Löcher, hier kommen dann Felsen rein später, damit sie hier die... Und plötzlich alles so. Also ich bewege mich jetzt nicht, das ist jetzt automatisch, denn es ist hier jetzt eine Strömung. Und hier findet man einen Hyperball. Die man ja voll sieht, die Strömung. Ja, in der... Komm mal ran, Alter. In der feuerroten und blattgrün sieht man das deutlicher. Ja, glaube ich. Das ist dann auch richtig oldschool. Alte Schule, das Spiel. So, ah, ich bin falsch, okay. Zubat. Wow, Zubat, hast du noch nie begegnet, oder? Doch, doch. Das ist ja voll selten, das Lied. Oh ja. Zubat gibt's in jeder Edition. Echt? Ja. Auch in den schwarzen. Ja. Echt? Ja. Wirklich? Ja. Nee, jetzt. Doch. Nee. Ja. Doch. Ja. 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 Mist. Steht auf dem Schild. Vorsicht, gefährliche Strömung. Ja, das ist, was ich gesagt habe. Ja, genau, wie... Geht's einfach rein, platziert dieses Schild einfach. Krabi, eins meiner Lieblings-Pokémon. Das ist gleich, als würdest du neben so einem legendären Pokémon hinstellen. Das ist Arctos. Das ist genauso unnötig. Gut, dann fangen wir das auch einfach mal. Wir brauchen F50 für den EP-Teiler. App-Teiler. Und Gacha! Krabi, Krabbe, Größe 4 cm, ne 40 cm, Gewicht 6,5 kg. Die Scheren dieses Pokémon bilden perfekte Waffen. Brechen sie ab, so wachsen sie wieder nach. Lass mal ausprobieren. Gibt's immer so eine Krabbenschere zum Abendessen. Wie viel haben wir eigentlich? Wir haben es 34, das heißt wir bräuchten noch 16. Seid billig. Ist hier unten was? Nee, du. Ein Schild. Felsen könnten die Strömung vielleicht umlenken. Ja, genau. Das ist wieder so ein unnötiges Schild, Mann. Könnten sie vielleicht umlenken. Ein Neurop. Als ob dich irgendwie jemand verarschen möchte. Aber nur vielleicht. Ja, aber nur vielleicht. Die Macher, die Seele. Die machen es nicht wie Moko. Ich mag Japaner. Ich mag Sushi.
Okay, dann versuchen wir jetzt mal die Felsen, also die Strömung zu blockieren. Hier sind die Felsen. Minecraft. Ja, Minecraft. Blöcke. Kingler. Kingler. Ist Kingler, ist der Killer. Killer. Killer, Kingler. Das ist kein Sturm. Wenn's überlebt, dann fange ich's. Okay, es hat nicht überlebt. Hier drin. Macht doch nichts. Hast noch nichts. Da hätte ich schön fangen können. Mein Freund. Das ist selten. Das hätte ich fangen. Das kannst du doch fangen. Hab ich einen Zubat schon? Nee, ne? Ja, eben. Ich hab noch keinen Zubat, so. Ja, das ist wie so ein Komplex, wo ich angesammelt hab. Zubat, oh, ich muss dich umbringen. Oder sowas. Ja. Das hat sich bei mir entwickelt. Den Dach habe ich auch noch lange keins mehr gefangen. Ja, denn da ist eigentlich auch scheiße. So, jetzt 100 pro drin. 1, 2, 3, 4 und das Pokémon gehört mir. Wow, das war echt hart. Zubat, Fledermaus, Größe 80 cm, Gewicht 7,5 kg. Dieses Pokémon stößt während des Fluges Ultraschalllaute aus, um Hindernisse zu orten. Schon voll Idiot. Ich werde es mit Augen aufmachen. Gut, dann bewegen wir jetzt die Felsen. Ey, kann es sein, dass du mich irgendwie ignorierst? Nein. Du willst nicht mit mir reden. Ich ignoriere dich nicht. Du redest nicht mit mir. Ich muss bloß dem zu kommentieren. So. Also nervig. Nerven würde ich nicht sagen. Ich finde nur, du nervst. Fick dich. Oh. Muss ausgepiepst werden. Muss ausgepiepst werden, mein Freund. Obwohl, wir sind ja nicht in Amerika, wo jeder Ausdruck ausgepiepst wird. Weil es irgendwie unangemessen ist für die ganzen Zuschauer. Wenn man irgendwie, zum Beispiel Mother Beep Factor oder was. Wird immer ausgepiepst, das ganze Zeug. Mhm. Sieht man ja bei Ray William Johnson. Was? Ray William Johnson. Was ist das? Wer ist das? Den muss man kennen. Nee. Wenn man YouTuber ist, muss man den kennen. Nein. Was vermutest du, was der ist? Ein Schwarzer. Nein. Mist. Ich weiß es nicht. Rate doch einfach mal. Ich weiß es nicht. Das ist der größte YouTuber. Mir doch egal. Er hat 5 Millionen Abonnenten. Max Netz zum besseren Menschen, oder? Weil er so viele Abonnenten hat. Nope. Aber er ist der größte YouTuber. Was macht denn der? Der macht so, keine Ahnung. So Außenseiter-Style, oder? Nee, nicht so. Der macht halt so Berichte über YouTube-Videos und hier ist Arktos. Das ist ein Vogel. Wollen wir noch versuchen, es zu fangen? Wir haben noch 3 Minuten. Ich will es aber nicht besiegen und... Ja gut, dann beende ich einfach den Part und dann fangen wir den nächsten Part Arktos. Dafür wird der nächste Part dafür eine Dreiviertelstunde lang, weil wir jetzt ein bisschen früher zu... 2 Minuten kommen. Ich spiele gerne Pokémon. Okay. Und wir müssen eh noch bis zur Zenova-Insel und Arktos zu fangen, dauert auch eine Zeit. Also dann, bis morgen, bis zum nächsten Part. Servus. Ciao.